Aber bringt uns Sergio Ramos! Und Diego Costa! Oh mein Gott! Dann können wir's. Messi! Oh mein Gott, ich hab Messi gezogen! Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meiner Let's Play FIFA 16 Karriere mit mir, dem Simon von den Gamer Brothers. Und wir sind zurück auswärts beim FC Schalke 04, natürlich auch nach einem Hashtag Veränderungsvideo. Ich hoffe, ihr habt es alle gesehen. Es kommt weiterhin FIFA. Eigentlich ist es wirklich nur so, dass FIFA ein bisschen weniger kommt. Dafür dann aber zusätzlich halt noch ein bisschen, ja, andere Spiele, auf die ich Bock habe. Falls ihr das Hashtag Veränderungsvideo nicht gesehen habt, bitte ich euch da jetzt einfach mal drauf zu klicken. Es müsste unter den letzten paar Videos sein. Ich weiß noch nicht, wann ich den Part hier veröffentlichen werde. Aber jetzt, wo ich das hier aufnehme, ist Hashtag Veränderung ein Tag alt und hat über 3600 Likes. Holy shit, danke an dieser Stelle. Wir spielen auswärts beim FC Schalke 04. Muss ich mal schauen, wie ich das spielen werde. Ich glaube, so gefällt mir das eigentlich ganz geil. Ganz geil, ganz gut. Lol. Die Frage ist, Sporting noch verletzt? Ne, Boateng hatte, glaube ich, gelb. Dann können wir den wieder mitnehmen. Bartstuber mit rein für Rode. Und Alonso würde ich eigentlich gerne mal spielen lassen. Das mache ich jetzt auch. Und zwar als defensivsten Sechser und dann Lahm und Vidal davor. Das fände ich eigentlich mal gar nicht so schlecht. Und vielleicht, na, Mustafi ist noch verletzt. Costa angeschlagen, den können wir mitnehmen für Coman. Und Martinez nehmen wir auch mal mit für Bartstuber. Und den lassen wir dann mal so spielen. Dann haben wir hier die Innenverteidigung ein bisschen besser gefestigt. Das finde ich, glaube ich, besser. Machen wir es so. Ich würde sagen, wir sehen uns in der Partie, nachdem wir uns jetzt die Trikots hier aussuchen. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir jetzt hier in der Liga weiter gut punkten können. Bis jetzt sieht es ja wirklich richtig, richtig gut aus. Ein einziges Spiel verloren. Und das halt bei der Simulation. So, Legende, 7 Minuten. Wobei, Leute, ich mache das jetzt live, ja. Ich mache das jetzt live, dass ich endlich mal auf diese Standardeinstellung gehe. Wo ist das? Einstellung, genau. Und da jetzt auf 7 Minuten schalte. Und ihr merkt es, ich habe viel mehr Bock auf Karriere, wenn ich mir das nicht jeden Tag aufzwingen muss. Wenn ich das wirklich ab und zu mal zocke, ihr merkt es, ich bin richtig glücklich, Leute. Voll geil. So, 7 Minuten Legende, wir gehen rein ins Spiel. Bis gleich. So, Freunde, und da sind wir auch schon auswärts in der Veldins Arena. Schalke trifft auf Bayern München und Kevin Prinz Boateng mit der Nummer 49 in der Startelf. Alles klar, okay, Nastase Chill wird es. Keine neuen Spieler, Sané von Anfang an auf der linken Seite. Rechts spielt Sam und vorne Di Santo und Hüntela. Das kennen wir soweit auch momentan aus der aktuellen Saison. Ein wenig eigenartig, dass Boateng eigentlich suspendiert ist, spielt. Aber gut, wahrscheinlich haben sie ihn nicht verkauft bekommen und sich dann einfach in der Karriere gedacht, okay, wir lassen ihn spielen, wir heute in der 3-6-1-Formation. Oder ist es 3-5-2, ich weiß es noch nicht. Müller halt ein bisschen weiter hinten und auch eher zentraler. Alonso spielt, Robben natürlich rechts, Hazard links. Und Hövedes, der ist ein richtiger Bayern-Killer. 3 Treffer in seiner Karriere schon gegen Bayern erzielt. Also muss man mal sagen, der ist, was das angeht, echt könnte der uns gefährlich werden. Und Harald Fimmler ist der Schiedsrichter heute. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Partie. Hoffen wir auf einen weiteren Sieg unserer Mannschaft. So, Lahm direkt im Pressing gegen Sané. Da ist Müller in der Mitte, Vidal, da läuft auch schon auf der linken Seite Eden Hazard. Der nimmt den Ball jetzt hier schnell mit. Hazard versucht in die Mitte zu ziehen, Boateng, Müller bleibt am Ball. Hövedes Pressing und Hazard verletzt am Boden nach einem Zweikampf mit Kevin Prinz Boateng. Der steht aber schon wieder, alles gut. Arturo Vidal, da ist Lahm. Mal den Ball kontrollieren, Robben, Lewandowski kann den annehmen und dann gibt es einen Freistoß. Wer war das? Ich glaube Nastasic, hier unfair in den Zweikampf gegangen. Freistoßmöglichkeit für Eden Hazard. Da hat er 79, da können wir lieber Alonso schießen lassen. Perfekte Position für Xabi Alonso, den alten Spanier. Versuchen wir es, Alonso in die Mauer. Und dann kein Problem für Fährmann, schade. Vidal rüber zu Hazard, der direkt in die Mitte. Kaysara kriegt ihn erstmal verteidigt und spielt den Ball jetzt auch nach vorne. Hüntela, Kontermöglichkeit, darauf werden sie natürlich mehr oder weniger setzen, die Schalke, auch wenn sie hier zu Hause spielen. Spielen es aber erstmal hinten sicher, das ist, denke ich mal, auch erstmal eine Möglichkeit für sie. Und das machen sie gar nicht schlecht, muss man auch sagen. Sané gegen Lewandowski, das hat er stark gemacht. Di Santo, Vorsicht, nochmal Sané, guter Hakenpass, Di Santo. Jetzt die Schalker mal am Drücker. Oh, das war eine schwache Grätsche. Alaba klärt ihn dann gut gegen Sam, aber es gibt die Ecke für die Schalker und da sind die gefährlich. Boateng
wird die jetzt in die Mitte bringen. Boateng, Neuer kommt nicht raus. Und jetzt nochmal die Möglichkeit. Martinez, Ball erstmal raus. Und das hat er klasse gemacht. Auf die rechte Seite zu Philipp Lahm. Konter, Lewandowski, Lahm. Und jetzt jemanden anspielen. Da läuft Müller. Und der Ball von Lahm ist dann richtig verunglückt. Oh, Martinez, was ein Fehler. Und jetzt die Schalker auf dem Weg. Boateng hat es erstmal gut gestellt. Martinez, kein Foul gegen die Stunt. Und jetzt vielleicht wir mit einer Kontermöglichkeit. Thomas Müller. Müller jetzt auf halb links. Müller wartet auf Unterstützung. Sieht dann hier Vidal, aber Aogo steht dann einfach nur goldrichtig. Fährmann unter Druck. Kriegt den aber. Alonso, und da sind wir wieder im Ballbesitz. Lahm, oh, auch schwacher Ball hier auf Müller. Bis jetzt fehlt so ein bisschen, vor allem auch im Passspiel, die Präzision. Und die Schalker bleiben zumindest in den Kontern gefährlich. So, jetzt. Das war gut von Müller. Verliert den Ball nochmal ein Caissara. Und der gewinnt auch den Zweikampf gegen Lewandowski. Stark vom Brasilianer, kriegt jetzt ja auch den Freistoß. Da hat er erst den Ball verdaddelt. Holt sich den dann aber doch nochmal zurück. So, Robben. Jetzt mal. Mit Tempo. Robben. Ganz hinten läuft Müller. Macht das aber erstmal alleine. Robben. Jetzt ist links Platz für Hazard. Da ist aber noch eine Viererkette vor Hazard. Flanke kommt für Müller. Hövedes ist da. Vidal direkt. Klasse Parade von Fährmann. Müller, Lahm. Jetzt mal hier festsetzen. Alonso, Vidal. Links suchen sie natürlich jetzt Eden Hazard. Nochmal zurück zu Alonso, Müller. Vorne jetzt mal in die Spitze kommen. Lahm hat da versucht, Robben anzuspielen. Und jetzt gibt es wieder die Konterchance für die Schalker, Fragezeichen. Nee, Robben mit vereinten Kräften. Stark gemacht. Vidal, links wieder Platz für Hazard. Hazard und wieder Caissara am Ball. Aber das war auch schwach von Eden Hazard, der jetzt hier zu Grätsche ausholt. Die misslingt, auch die von Martinez. Und Schalke jetzt ein bisschen mit Platz. Hüntel ist aber einfach zu langsam. Und dann wieder zurück zu Neuer, der natürlich auch eine Vergangenheit auf Schalke hat. Das ist ganz klar, wissen auch, denke ich mal, die meisten. Aber das ist mittlerweile so lange her. Ich denke mal, das ist nicht mehr das Problem. Oh, Alaba, wie nimmt er den Ball an? Gut, dass da Alonso den Fuß zwischenkriegt. Müller, oh, kein Foul an Müller. Bleibt am Boden liegen. Hoffen wir, dass der nicht verletzt ist. Di Santo, Alaba im Zweikampf. Das hat er gut gemacht. Kontermöglichkeit über Alonso. Müller läuft schon wieder. Vidal spielt ihn jetzt gut für Hazard. Und der ist auch nicht schlecht für Thomas Müller. Müller. Draußen wäre Lewandowski gewesen. Sané ist dazwischen. Fährmann wieder unter Druck. So, Nastasic, Lewandowski, was ein Fehler von Nastasic. Lewandowski in der Mitte ist Müller. Müller! Was war das denn? LOL. Hat er den gehalten oder habe ich den daneben gepölt? What the fuck, es steht 0:0 zur Halbzeit. Aber was habe ich da getan? Alter, wo haben wir hier die Sofortwiederholung? Das möchte ich jetzt sehen. Was habe ich da gemacht? So, hab ich den daneben gehauen? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Den hätte ich wahrscheinlich sogar nochmal annehmen können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So steht es 0:0 zur Pause. Wir sehen uns in der zweiten Halbzeit. So, Robben gegen Aogo. Und Aogo langt dahin. Das müsste hier die gelbe Karte geben. Gibt sie nicht. Robben auch nicht verletzt. Das ist gut. Da bin ich immer ein bisschen panisch. So, da können wir jetzt vielleicht mal einen gefährlichen Ball reinbringen. Mit Alonso, der kann das ja ganz gut. Schauen wir mal. Alonso sieht gar nicht mal so verkehrt aus, aber Fährmann, der ist bei hohen Bällen relativ sicher und auch den hat er. Hazard, Müller. Ah, Lahm, den kriegt er nicht. Aogo weit raus. Schalke in den letzten Minuten nur noch am Verteidigen. Der Druck steigt aber auch langsam. Alonso, rechts wieder Platz für Robben. Kriegt er den? Ja, kriegt er. Robben. Zieht in die Mitte. Robben, das ist jetzt stark. Robben! Und dann zu zentral auf Fährmann. Lahm. Gute Balleroberung. Will den durchchippen für Lewandowski. Und jetzt Vorsicht. Die Schalker lauern auf die Konter. Di Santo. Martinez muss da hinterher. Martinez, der ist nicht bekannt für Sprintstärke. Muss hier richtig an Di Santo arbeiten. Und am Ende ist dann vor. So, jetzt mal ein Fehlpass. Hazard mit Tempo. Eden Hazard. So, jetzt vielleicht eine gute Flanke. Oder nach innen ziehen. Oder doch eine Flanke. Dann hat er zu lange überlegt. Hövedes, das war schon wieder in Stellung. Aber nochmal Lewandowski. Rüber zu Müller. Und Fährmann.
Gute Parade, 63 Minuten gespielt, es bleibt immer noch beim 0:0. Die Chancen jetzt in der zweiten Halbzeit aber fast nur noch ausschließlich auf unserer Seite. Lahm wartet auf Robben, chippt ihn rüber, das war richtig gut. Robben kommt nicht an Aogo vorbei, egal, weiter nach dem Einwurf, direkt weiter. So, nochmal doppelt gewechselt auf unserer Seite. Götze kommt für Vidalba, Schalke, Sané raus, Meier rein, das heißt weitere Spieler aus der Knappschiede und Alcacer rein. Für, oh Gott, Xabi Alonso, jetzt der Fehler, Sydney Sam, Konter der Schalker, ne, da brauchen sie zu lange. So, Lewandowski nochmal, gutes Dribbling und dann Meier, der Frische, war einer zu viel. So, Vorsicht, jetzt die Schalker, wichtiger Zweikampf von Alaba, Lahm, Hazard. Götze kann den Ball gut sperren, rechts ist Platz für Robben und den spielt er nicht präzise genug, ne. Oh, und jetzt Platz für Choupo-Moting. Alibi-Grätsche von Alaba. Martinez, gutes Zweikampfverhalten. Und jetzt nochmal der Konter. Robben. Robben mit Tempo. Auch an Geist vorbei. Robben, der ist da einfach richtig schnell. Und dann einer zu viel. Und dann haut er da den Benedikt Höwedes um. Und Konter für die Schalker. Alaba-Grätsch vorbei. Choupo-Moting, Neuer. Jetzt geht er auf einmal nochmal richtig was. Boateng, Neuer. Und jetzt muss er weg. Lewandowski, rechts Robben, hat er nochmal Kraft für einen Sprint. Robben wird gleich sicher noch die gelbe Karte sehen. Der Ball kommt nochmal zu Götze, Geis, Götze nochmal ein intensives Tackling. Der Ball kommt nochmal zu Hazard und jetzt in die Mitte Alcacer. Hövedes mit allerletzter Kraft. Gibt nochmal gelb für Robben, haben wir hier gesehen. Und auch nochmal die Ecke für uns, Eden Hazard. Vielleicht der Lucky Punch, da ist Götze, kommt nochmal zurück. Zu Hazard der Ball. Hazard in der Mitte liegt Boateng verletzt. Neuer Höwe des Martinez. Alter, der geht sogar fast rein. Krass. Und Boateng liegt draußen. Den müssen wir jetzt rausnehmen. Den brauchen wir. In den letzten Minuten brauchen wir alle unsere Spieler. Das ist ganz klar. Fernandes nochmal einwechseln. So, 89 Minuten gespielt. Höwe des nochmal weit nach vorne. Der kommt nochmal zu Boateng. Götze. Nochmal ein Konter. Robben auf Lewandowski. Der kommt nicht vorbei. An Hövedes. Aogo. Pressing. Pressing gegen Hövedes. Warnfoul. Warnfoul. Anderthalb Minuten noch. Götze nochmal. Lewandowski. Wer hat noch Kraft? Alcacer. Kommt nicht vorbei an Boateng. Dürfte es gewesen sein. Maximal nochmal Schalke. Meier. Schalke nochmal, Sydney Sam, Lewandowski mit nach hinten gekommen, Alaba und jetzt müsste es doch vorbei sein, es ist vorbei. Null Nummer auswärts in der Felddienstarena auswärts beim Revierclub Schalke 04. Am Ende, ja, ich weiß nicht, ob wir mit dem Unentschieden leben können. Wir hatten schon echt ein paar mehr Chancen, auch vor allem diese große Müller-Chance vor der Halbzeit, die ich da in die Sterne geballert habe. Ja, hätte wirklich auch ein Sieg sein können. So ist es schade am Ende. Dann eine Punkteteilung ohne Tore auswärts in oder in Gelsenkirchen auf Schalke. Wie auch immer. Coman verbessert sich auf 72 hier. Sehr schön. Auch Kimmich mit einem richtig guten Ergebnis. Der Rest, das sieht ja auch ganz gut aus. Und dann haben wir unser nächstes Spiel gegen Atletico Madrid. Monaco führt die Gruppe ja tatsächlich an. So, Pressekonferenz. Dann nehmen wir natürlich auch teil. Wir müssen schauen, was Boateng hat. Boateng, verstauchtes Knie, 3 Wochen. Ja, super. War wieder ein verletzter Spieler. Ich weiß nicht, ist Mustafi denn überhaupt wieder fit? Mustafi, ach ja, er ist ja sowieso noch 8 Monate verletzt. Ach, stimmt ja. Na, super, Boateng haben wir noch. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal die nächsten Wochen mit Martinez in der Mitte spielen. Ist jetzt zwar nicht das Riesenproblem, aber Boateng ist natürlich auch nochmal was anderes. Naja, schauen wir mal, wie wir die Probleme lösen werden. Ich sage an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.